Hallo und willkommen zu den Botschaften für den Juli, für die Erdzeichen, für Stier, für Jungfrau und für Steinbock. Wir decken jetzt nochmal die Hauptenergie aus der Kollektivlegung auf und schauen dann in die einzelnen Botschaften für die einzelnen Sternzeichen. Und ich wiederhole mich da gerne, lass dich auf jeden Fall von der Bildsprache führen. Dafür gibt es ja heute eben unzählige Decks und eben ganz verschiedene Bildsprachen. Ja, für den Juli 2024, für den Stier die Hauptenergie, der Ritter der Luft, Determination, Bestimmung. Für die Jungfrau haben wir den Buben des Wassers mit Vorstellungskraft. Und für Steinbock mit dem Saturn haben wir noch einen Ritter, den Ritter der Kelche, Ritter des Wassers. Ja, tolle Karte, wie ich meine. Ja, dann treffen wir uns jetzt gleich bei deinem Sternzeichen, Aszendent, Mondzeichen, aus welchem Grund auch immer du hier gelandet bist. Du bist bestimmt genau richtig. Hallo und willkommen zu den Botschaften für die Stierenergie mit dem Ritter der Luft, Determination, hier eine auf der Tatanbahn, wohl recht schnell unterwegs. Und dann legen wir die dahin. Wir schauen mit dem Osho Zen Tarot, was es dir zu sagen hat. Bitte für Stier, für den Juli, drei Karten für Stier. Na, manchmal geht es ganz schnell und dann wehrt es sich. Ich habe zwei gezogen. Die vier der Regenbogen, der Erde. Und ganz interessant, große Arkana, 10, das Rad des Schicksals. Und bitte noch eine für die Stierenergie für diesen noch kommenden Monat, auch wenn ich mal wieder ein bisschen knapp dran bin. Bitte für Stier eine Karte für die Stierenergie. Et voilà. Die Last. 6 der Stäbe der Luft. Uiuiui. Was ist los bei dir? Stier, irgendwas wiegt ja hier ziemlich schwer. Und hier kommt jetzt richtig Wind in die Sache. Ja, wie hier schon der Läufer mit diesem angedeuteten Tempo, haben wir hier auch das Rad des Schicksals, das ist hier ja doch recht schnell dreht. Und ich meine, das wäre auch wichtig. Und Stier, was immer es ist, was du für deine Bestimmung hältst, ein lang gehegter Traum, den du realisieren möchtest. Die Frage ist, hast du denn die innere Flamme hier am Brennen bisher gehalten? Und oder hast du einfach zu viel selbst festgehalten, so dass manches oder mancher hier zur Last wird? Das sind schon sehr, wie gesagt, sehr schwere, sehr lastende und dann auch belastende Energien. Du, Stier, weißt am besten, man muss hier sich Anerkennung, Auszeichnung, die muss man sich verdienen. Aber prüfe bitte, ganz besonders du jetzt hier, Stier, deine Ziele.
Wo willst du denn hin? Und ich habe schon das Gefühl, hier geht es einmal darum, auch Materie irgendwie festzuhalten und hier ja, sich auch immer wieder antreiben zu lassen. Vielleicht ein falsch verstandener Ehrgeiz. Und ich habe keine Ahnung, wie lange dein Lauf hier sein wird. Ja, vielleicht rennst du hier im Stadion immer im Kreis. Ja, deshalb überprüfe das sehr gut. Du weißt, wie man Hindernisse, frustrierende Phasen durchsteht, wie man sie überwindet. Aber die Frage ist jetzt hier im Juli, geht es vielleicht darum, doch eine andere Entscheidung zu treffen und an den Ursprung deines Traums oder deines Ziels hier erinnert zu werden. Was ist dein Ziel schon lange? Und ja, prüfe, ob es sich lohnt. Ich sehe das jetzt hier eher nicht, ob diese Lasten, dieses Schwere, ja, zu etwas führt, ob du dranbleiben solltest. Bitte noch eine Karte für die zwei der Stäbe des Feuers. Ich meine, du solltest hier mal raus, dich nicht auf Besitz zu sehr konzentrieren, deinen Ehrgeiz hier loslassen und deinen Geist erheben, wie der Adler, um mal den Überblick zu kommen, wieder zu bekommen. Und deshalb scheint es doch so sehr, dass du hier schon länger im Kreis läufst. Ich keine Ahnung, welche Strecken es da gibt, 10.000 Meter oder noch mehr. Und du kommst, so ist es viel zu anstrengend, weil hier den Berg hochzukommen, um dann von da oben vielleicht was zu sehen, weil dich, ja, vielleicht dein Ego auch irgendwie antreibt, dass du meinst, du müsstest etwas leisten. Nein, lass das bitte alles los. Den Ehrgeiz, das Materielle und erhebe deinen Geist. Beim Adler als Krafttier heißt es ja auch immer, dass man seinen Horst auf einem höheren Niveau bauen soll. Und das gilt hier besonders mit dem Rat des Schicksals hier für dich. Es fordert dich auf, aus dem bisherigen rauszugehen, ja, aus diesem, was so schwer hier wirkt, und deinen Geist zu erheben, um einen mal von oben zu schauen, mal einen ganz anderen Blick auf das Bisherige zu bekommen und überhaupt den Überblick zu bekommen. Und wer weiß, was sich dann zeigt, also hier auch raus aus dem Stadion, vielleicht auch mal anhalten, um mal zu sehen, was um einen herum ist. Und es ist, meine ich, dringend nötig bei diesen schweren Energien, die du hier mitbringst. Und vielleicht ist dieser lang gehegte Traum doch aufzugeben und du findest eine ganz neue Bestimmung, wenn du hier auf einmal von oben schaust und vielleicht dann auch einen Aha-Effekt hast und sagst, oh meine Güte, ich bin ja immer schön im Kreis gelaufen, ich immer versucht, den Berg hochzukommen, immer versucht, hier ja meine Mauer aufzubauen, mich meinen Besitz vielleicht auch zu verteidigen. Prüfe, ob das im Verhältnis steht, dass du das auf dich nimmst, um hier etwas ganz Bestimmtes zu erreichen, oder ob du sagst, ich gebe mich diesem Wirbel hin und der trägt mich dann nach oben, ja. Und ich werde die Dinge dann möglicherweise ganz anders sehen, beziehungsweise vielleicht ist das Ziel, was du hier im Auge hast, auf einem anderen Weg zu erreichen, oder du wirst eben eine andere Entscheidung treffen, um nochmal an den Ursprung zu kommen, um was es dir denn wirklich geht. Das ist möglicherweise wirklich überlagert durch diese beiden Energien, lieber Stier. Ja, ich meine, es lohnt sich bestimmt,
diesen Aufwind hier mitzunehmen und da zu schauen, prüfe bitte gut und entscheide dann. Aber ich meine, es zeigen sich eben hier dann erstmal ganz neue Möglichkeiten und wer weiß, wie du dann auf das bisherige schaust. Ich bin wie immer super neugierig, was bei dir dann abgehen wird und freue mich deshalb auch über Rückmeldungen von dir. Von mir auf jeden Fall alles, alles Liebe und in diesem Sinne denke ich an dich und wünsche dir was. Bis ganz bald. Ciao, ciao. Hallo und willkommen zu den Botschaften für die Jungfrauenergie für den Juli 2024 mit der Hauptenergie aus der Kollektivlegung Vorstellungskraft. Wie gesagt, immer an der Bildsprache orientieren, spüren, ob das was mit dir macht. Bitte für Jungfrau aus dem Osho Sentaro für den Juli drei Botschaften. Hier hüpft die erste. Acht der Regenbogen, Gewöhnlichkeit für Jungfrau für den Juli. Noch zwei Karten bitte. Ja, dann fliegt die erste schnell und dann dauert's. Et voilà. Die neue Vision. Der Gehängte im Rider-Waite-Smith-Tarot. Aha. Und bitte noch eine dritte Karte für Jungfrau für den Juli. Sechs der Stäbe, sechs des Feuers. Erfolg. Aha. Jungfrau. Ja, du brauchst eine ganz neue Perspektive. Und der erste Schritt ist überhaupt mal aufzuschauen, mal auf den Horizont zu schauen und wieder eine Idee zu bekommen, was möglich sein könnte. Das ist hier eben noch sehr verträumt. Hier, und sie liegt direkt darunter, die neue Vision. Du brauchst Jungfrau, eine neue Vision. Hier spüre ich auch so eine Verhaftung an vielleicht Enttäuschungen. Es ist wichtig für dich, Jungfrau, dass du Enttäuschungen, die du jetzt erlebt hast, ins Auge siehst. Es ist vielleicht zum Beispiel, dass du das Gefühl hast, dass dein Partner oder andere Menschen, mit denen du verbunden bist, eine gleichgültige Haltung einzunehmen scheinen, dass du dich nicht ausreichend unterstützt fühlst. Ja, aber wenn du jetzt da mal genau drauf schaust, dann und das erkennst und eben nicht mehr enttäuscht bist, in der Kollektivlegung lag die Enttäuschung direkt vor dieser Karte, also auf der Position des Löwen. Ja, wenn du da genau hinschaust, dann wird dich das stärker machen. Und dieses hier, was ich gesagt habe, dass man hier so verbunden ist, das heißt auch, dass du aus und im Alltag lernen kannst. Schau die Menschen genau an, spür genau rein und dann wirst du mit Menschen anders dann auch umgehen. Und du kannst dann eine wirklich nicht nur verschwommene Sicht auf ein vielleicht Fata Morgana-Boot bekommen, sondern im nächsten Schritt eine ganz eigenständige neue Vision entwickeln. Wie gesagt, die Karte entspricht dem Gehängten, ja. Das heißt, du bist hier irgendwo stecken geblieben, irgendwo hängen geblieben, vielleicht auch in einem aussichtslosen
Traum. Wie gesagt, vielleicht ist das hier auch eine Fata Morgana, auf was du schaust. Und du brauchst dafür eigentlich gar nicht so viel. Du brauchst vor allem Geduld. Geduld auch mit dir selbst und eine Portion, ja, wie es hier heißt, Gewöhnlichkeit. Das heißt, du musst überhaupt nichts Besonderes machen, dich irgendwie hervortun, dass man dich sieht mit besonderen Leistungen. Wichtig ist, dass du, und das sagt mir diese Karte in Verbindung hier, dass du auch keinen Druck ausübst, vor allem auch keinen Druck auf dich selbst. Ja. Kehre mal zu den, also auf den Boden der Tatsachen zurück, auf den, in den Alltag. Ja. In dem Alltag steckt ja alles drin. Und anstatt von etwas zu träumen, was sich vielleicht einfach auflöst, wenn man näher kommt, ist es wichtiger, eine eigene Vision zu entwickeln. Und da schaut man hier ja nach oben. Visionen, die kommen ja nicht als fertiger Plan oder als fertiges Konzept, sondern es sind oft so kleine Momente, wo so ein Aha-Erlebnis ist oder du irgendeine Begegnung hast, die was mit dir macht, die etwas anstößt. Also anstatt hier sehnsüchtig zu sein, ja, das sehe ich hier auch, Sehen, die Sehnsucht, geht es darum, die Sehnsucht aufzugeben und deine Vision, die sich zeigen wird, dann zu folgen. Und das führt letztendlich zu Erfolg, wie immer du, Jungfrau, Erfolg definierst. Das ist ja auch immer so eine Frage. Was bedeutet Erfolg? Wichtig ist, auch Erfolg ist immer nur vorübergehender Erfolg. Der hat viele Väter, der Misserfolg bekanntlich nur einen. Nur wenn du deine Sehnsucht aufgibst, diese Sehnsucht vielleicht auch nach Unterstützung, diese Sehnsucht nach Anerkennung, was immer das ist, nach was du dich sehnst. Auf jeden Fall ist das immer weit weg. Konzentriere dich auf dich. Go back to the basics. Ja, wirklich so zurück zu den ganz einfachen, wesentlichen, fundamentalen Dingen und schau ja mal mehr nach oben als irgendwo auf den Horizont, weil das kann dann wirklich deinen Horizont mehr als erweitern. Du hast hier interessanterweise auch geometrische Figuren dabei. Ja, es ist hier auch dieses Strecken, sich dehnen. Ja, das sehe ich hier auch. Statt hier vielleicht wie festgemauert am Ufer stehen zu bleiben und hier ewig auf irgendetwas zu schauen. Ja, strecke dich, dehne dich, weite dich aus und mach dich auch unabhängig von der Anerkennung anderer. Auch wenn du dann Erfolg hast, ja, denk daran, dann wird man dich feiern. Aber Erfolg wird auch schnell eben vergessen. Wichtig ist, was ist für dich persönlich Erfolg? Und das ist Teil deiner Vision, dass du das definieren kannst. Und nochmal, vielleicht ist das dann auch gar nicht so Außergewöhnliches. Ja? Wichtig ist, dass es für dich stimmig ist und nicht für andere und dass du auch nicht Erfolg haben willst, um anderen zu gefallen und da irgendwie Bewunderung auch zu bekommen. Träume können zu Wunder werden, aber es muss aus diesem Traumstatus raus und zur Vision werden, damit dann der Schritt in die Manifestation erfolgen kann. Und dazu ist bei dir vor allem eben dieses sich öffnen, ja, vielleicht auch körperlich hier im Juli ganz interessant. Vielleicht fängst du mit Yoga an oder Tanzen, das sehe ich hier auch. Also etwas, was dich auch körperlich in Bewegung bringt. Ja, Jungfrau, das klingt auch ganz spannend. Bin auf diese neue Vision neugierig und freue mich natürlich über Rückmeldungen von dir. Von mir alles Liebe und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis ganz bald.
Ciao, ciao. Hallo und willkommen zu den Botschaften für Steinbock für den Juli 2024. Sternzeichen Steinbock, Aszendent Mond oder aus welchem Grund du hier gelandet bist. Vielleicht einfach wegen des Bildes. Bilder sagen oft mehr als 1000 Worte. Wir haben hier einen Reisenden, der einem Ritter der Kelche im Prinzip entspricht. Aber die Deutungen in dem Sacred Sheet Tarot sind schon, gehen schon ein bisschen einen anderen Weg, nicht nur ein bisschen. Ja, der Reisende sich auf die Seelenreise begeben, das haben wir ja schon in der Kollektivlegung gesagt. Und jetzt schauen wir für Steinbock für den Juli in die Botschaften aus dem Osho Sentaro. Bitte drei Karten für Steinbock. Ups, das sind ganz viel zu viele. Die sind noch ziemlich glatt. Das sind die neuen. Meine alten sind schon ganz schön abgewetzt. Und bitte noch eine für Steinbock für den Juli. Möge sie bitte auch einfach so rausfallen. Danke. Wow. Du bekommst Königin der Kelche. Wow. Ass der Kelche mit dem Fluss gehen. Die Empfänglichkeit haben wir hier. Und die große Arkana, die Integration, die 14, die Mäßigkeit. Da habe ich gerade vor ein paar Tagen einen Re-Upload gemacht zu dem Thema große Arkana 14, Mäßigkeit, Integration. Vielleicht magst du da mal reinschauen. Wow. Hier kommt aber richtig was in den Fluss, liebe Steinbock. Ja, wie schon bei der Kollektivlegung gesagt, das ist hier der Aufbruch und zwar ohne Karte, ohne Plan, ohne GPS. Man weiß nicht, wo es hingeht. Und man nimmt es, wie es kommt. Und mit dem Wasser und jetzt hier mit dieser ganz starken Wasserkraft hier ist das nochmal die Bestätigung, dass es hier um deine Seelenreise geht und dass es auch darum geht, wie dir ganz, ganz, ganz in dein Empfinden kommen, in das, was du in dir fühlst, nicht das, was irgendwelche Aktionen von anderen bei dir auslösen, wie du reagierst. Also raus aus dem Reagieren und ganz in ja eben in dein Empfinden zu kommen. Und vielleicht machst du tatsächlich eine Reise, also physisch, aber dann denke ich, wird die vielleicht nicht an einen Ort gehen, wo viele Menschen sind, also kein so ein Strandurlaub und vielleicht auch generell nicht mit vielen Menschen, könnte ich mir hier vorstellen. Und auf deiner Seelenreise, da gibt es das Thema Erfolg oder Scheitern nicht. Ja, da gibt es kein Ziel, da ist der Weg das Ziel. Und was liegt direkt darunter? Das Ass der Kelche. Going with the flow. Ja, auch hier lass dich tragen vom Wasser. Wasser, das ist ja auch Wasserelement, das ist ja auch Seele pur. Nimm es, wie es kommt. Es ist dann auch mal ruhig, mal turbulent. Hör immer auf das, was in dir hochsteigt, ja. Wenn es auch mal emotional turbulent zugeht. Wichtig ist, dass du hier ganz in deiner Mitte bleibst. Ja, wir sehen den Frauenkörper, wir sehen den Lotus, wir sehen hier ja sowas wie die Kundalini, die Verbindung und die Bestätigung dann hier mit der Integration, dieses innere Gleichgewicht, in dem du, in das du hier jetzt kommen kannst. Du machst dich
auf den Weg, du machst dich auf die Reise. Das ist ein aktiver Vorgang. Ja, und vielleicht springst du dann, kann man sich vorstellen, aus dem Boot in den Fluss, auf dem du hier paddelst und sagst, jetzt lasse ich mich ganz treiben, ich werf nicht nur das Ruder weg, ich gehe ins Wasser, ich gehe also wirklich ganz in mich hinein, in mein Empfinden, in meine Emotionen. Für all das steht ja das Thema Wasser. Und das kann dann zum Beispiel auch heißen, dass du dich überall zu Hause fühlst, wenn du ganz in dir bist, ganz im Einklang mit deinem Empfinden, ja, dann ist der physische Ort, an dem du bist, möglicherweise gar nicht so entscheidend. Vielleicht wirst du ja hier auch ein, wie heißen die heute, ein moderner Nomade, könnte ich mir also auch vorstellen. Vor allem ist ja eben dieses Ausbalancieren ganz wichtig, aber vor allem natürlich auch dieses Anerkennen, dass Licht nicht ohne Schatten geht, dass Feuer und Wasser zwei Pole bilden, die zusammengehört. Wir haben im Yin und Yang in diesem Symbol ja auch immer im Dunklen den hellen Punkt und umgekehrt. Das eine beinhaltet das andere. Die Nacht geht nicht ohne den Tag. Ja, und so wie der Ouroboros sich hier selbst in den Schlangenschwanz beißt, so ist das eben immer im Rhythmus und das ist einfach ein oder das Naturgesetz, wenn denn die Natur überhaupt Gesetze hat. Und diese Integration in dir selbst, dieses Gleichgewicht, das wird dir gelingen, wenn du ganz auf deine Seele hier hörst und dich ganz, ja, indem du dich auf die Reise machst, indem du diese Bereitschaft hast und ja, dich dann auch ganz hier ins Wasser hineingibst, ja, nicht dann auch nicht gegen den Strom schwimmst, wie du ja hier auch nicht gegen den Strom paddelst und Asse, das sind ja immer eine große, große Chance und Ass der Kelche. Meiner Meinung nach ganz besonders Ass der Kelche im Rider-Waite. Das sieht ja dann ein bisschen aus wie hier dieser Kelch, der überläuft. Also was immer hier auf dich wartet, es spricht dein Empfinden an, da rührt sich ganz tief in dir was. Das kann auch mit deinen Wurzeln, mit deiner Herkunft zu tun haben. Das sind wir hier auch beim Thema Seele. Beim Thema Haus 4, also vielleicht hast du auch eine starke Verbindung zum Thema Krebs, Sternzeichen Krebs. Und da fällt mir ein, in der Kollektivlegung haben wir ja die Achse, logischerweise Steinbock Krebs. Und da liegt bei Krebs der Turning Point, der Wendepunkt. Und ich meine, dass das auch für dich eine Rolle spielt. Vor allem, dass du jetzt sagst, ich höre ganz auf mich, ich höre auf meine Seele und ich gehe mit diesem Flow, ja, ohne mich zu wehren und ich verlasse mich auch ganz auf meine Empfindungen. Und wenn ich spüre, da stimmt was nicht, dann ist das ein Hindernis, ein Wegpunkt dann, an dem du vielleicht sagen solltest, da schwimme ich vorbei. Hindernisse, das ist jetzt für deine Seele Steinbock, kein Thema. Erkenne an, wie wir es auch schon generell im Kollektiv hatten, dass, wie gesagt, kein Licht ohne Schatten, kein Feuer ohne Wasser, kein Tag ohne Nacht. Und ja, komm hier in den Fluss, erst mit dem Boot und dann darfst du hier ganz, 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 ganz im Wasser sein. Wow. Ganz, ganz tolle Botschaft für Steinbock hier für den Juli. Freue mich dolle für dich und bin natürlich auch wieder ganz neugierig, wie sich das für dich hier zeigen wird und vor allem natürlich, wie sich das anfühlen wird, wie ja dein Empfinden sein wird. Und da darfst du mir natürlich gerne auch eine Rückmeldung geben. Von mir auf jeden Fall alles, alles Liebe und in diesem Sinne denke ich an dich, wünsche dir was. Bis bald. Ciao, ciao.